Und damit hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute wieder mit dem Be Cool Set, welches über Modbricks betrieben wurde, die 31010. Ich habe euch da ja schon den Formel 1 Wagen reviewt. Dieses 3-in-1 Set hat ja drei verschiedene Modelle: den Hot Rod, den Truck und den Formel 1 Wagen. Ich hoffe, ihr habt die Review zum Formel 1 Wagen schon gesehen, wo ich ja auch über die Teilequalität und sowas rede. Und da habe ich ja angekündigt, dass ich nochmal ein Video bringen werde, wo ich auch den Hot Rod und den Truck in einem Video vorstelle. Das geschieht heute, wie ihr seht. Und zwar haben wir heute den Hot Rod für euch, der eben hier in der Anleitung schon gebaut ist. Ich habe ihn euch auch schon gebaut. Und das gute Stück sieht so aus. Wir haben teilemäßig ja schon alles in der Review zum Formel 1 Wagen gesagt, deshalb gehe ich nur noch auf die Modelle ein. Hier beim Hot Rod passen natürlich die Reifen schon mal viel besser. Beim Truck werden sie dann wieder zu klein sein. Beim Formel 1 Wagen waren sie ja einfach nicht wirklich passend. Da braucht man schöne Slicks und eben nicht diese Reifen. Die sind eben für den Hot Rod gedacht und da passen sie jetzt natürlich gut. Von vorne sieht er natürlich nicht so detailreich aus, wie man sich das vorstellen könnte bei der Teileanzahl. Aber wir haben wie immer eben viele Teile, die nicht verbaut werden, weil wir ja drei Modelle in einem Set haben. Aber dafür ist es eben dann schon ein schönes Modell, was man sich auch gerne mal in den Schrank oder die Vitrine stellen kann. Auf jeden Fall haben wir hier oben schön den Motorblock angedeutet, haben hier die Auspuffrohre, die zur Seite rausgehen, eben Hot Rod typisch auch schön angedeutet. Ich finde die Farbgebung schön, dass sie das hier hinten nochmal auflockern, dass es nicht komplett rot ist, sondern eben auch noch weiß reinkommt. Finde ich sehr schön getroffen, sieht hübsch aus. Die Tür sind einfach gebaut, sehen aber gut aus, haben eine schöne Schräge, lassen sich gut öffnen, halten. Da ist alles super. Da machen die Teile einfach qualitativ sehr viel mit. Bei einem anderen Hersteller, wie zum Beispiel bei Sluban, würde eine Konstruktion der Tür so wahrscheinlich nicht funktionieren. Das wäre viel zu locker, das würde sofort wieder auseinanderfallen. Von hinten könnte man es vielleicht noch ein Stückchen schöner machen, deutet noch ein Kennzeichen an oder ähnliches, haben hier die Rückleuchten, aber das wäre kein Problem. Ich meine, es sind so viele Teile übrig, jeder hat vielleicht auch noch mal ein paar Teile der zu Hause, um da noch mal was anzudeuten, damit schick aussieht. Und das sind im Endeffekt auch jetzt nicht sehr viele Spielfunktionen in dem Set, außer jetzt die Tür. Logisch. Da gab es natürlich im Formel 1 Wagen mehr, aber das ist ein robustes Set. Damit kann man spielen. Das kann man auch mal. So, ich glaube, das hat gezeigt, es ist robust, das kann man auch mal werfen. Auf jeden Fall hat das natürlich nochmal optisch ein bisschen Verbesserungspotenzial, aber da kann jeder nochmal für sich selber bauen. Das ist ja auch das Ziel von so einem 3-in-1 Set, dass man eben nicht ein was baut, genauso wie in der Anleitung und dann in die Vitrine stellt. Man soll am besten alles dreist bauen, sich entscheiden, was man am coolsten findet und dann das Ü-Tüpfelchen von der Lego-Idee bzw. der Klemmbaustein-Idee. Kann man das nochmal so modifizieren, wie es einem gefällt. Das Modell, wie gesagt, an sich sieht hübsch aus. Das Einzige, was mir nicht so sehr gefällt, sind drin diese blauen Sitze. Ich finde, die sehen nach nichts aus. Ich weiß nicht, warum da blau gelandet ist. Das hätte man schöner machen können. Das lässt sich aber leicht austauschen. Einfach alles, was in der Anleitung blau gebaut wird, mit anderen Steinen ersetzen. Wahrscheinlich am beliebsten in Schwarz, in Weiß. Vielleicht auch noch in Beige, je nachdem, was ihr gerade da habt und was euch einfach gefällt. Das Blau sieht halt wirklich nach nichts aus. Sonst ist es natürlich, wie gesagt, ein schönes Set. Es ist einfach zu bauen, es ist schnell gebaut. Ungefähr eine Dreiviertelstunde wird man dafür brauchen, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, länger. So wird natürlich jedes von den Modellen von dem Set sein. Aber wie gesagt, man hat Spaß. Das Auseinandernehmen hat sehr gut funktioniert von dem Formel 1 Wagen. Die Teile gehen dabei nicht kaputt. Es war ein schöner Teiletrenner dabei. Das habe ich vergessen zu sagen im letzten Video. Dieser Teiletrenner war dabei. Der ähnelt jetzt sehr dem von Zenbo Blocks. Der sieht nämlich so aus. Der ist ja von Be Cool. Ich meine, klar, sie sehen nicht hundertprozentig gleich aus, aber die Ähnlichkeit ist schon zu erkennen. Auf jeden Fall werde ich den jetzt wieder auseinandernehmen. Werde jetzt noch den Truck für euch bauen und euch dazu sagen, wie er mir gefällt. Wenn euch die Teilequalität interessiert, schaut euch noch die Review an zum Formel 1 Wagen. Die verlinke ich euch auch gerne unten in der Beschreibung. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß dabei. Und dann kommt noch mein Fazit. Ich meine, ich habe in dem Formel 1 Wagen Review gesagt, ich empfehle das Set, kauft es euch gerne. Und das bleibt wahrscheinlich auch so, weil es sind zwei Modelle von dreien cool. Ich glaube, der Truck wird nochmal richtig cool und auch nochmal richtig Spielwert bieten. Von daher, viel Spaß noch. Und auch das dritte Modell ist fertig und damit im Endeffekt haben wir das ganze Set schon mal gesehen und alles, was es zu bieten hat. Und das dritte Modell ist, wie gesagt, der Truck. Schauen wir uns doch mal ihn im Detail an.
Von der Seite ist es halt wie so ein kleiner Truck mit einer kleinen Ladefläche. Im Endeffekt wie ein Kipper. Und das haben sie nämlich auch aufgegriffen. Und zwar haben sie nämlich dem Truck eine Kippfunktion verpasst. Das kann ich euch jetzt mal zeigen. Keine Ahnung. Einfach mal ein bisschen Rammstein rein. Da kann ja mal ein paar Diamond Blocks Teile Trenner abschleppen. So, die sind dann halt hier vorne auf der Ladefläche. Und dann kann er, wie gesagt, kippen. Und zwar kann man hier einfach schön entspannt das aufmachen. Hat es gekippt. Die Fracht ist abgeladen. Alles super. Das ist die Hauptfunktion von dieser Variante des Sets. Wie natürlich die anderen auch, ist das jetzt nicht die Mega-Funktion und es ist nicht das krasseste Spielset von den Funktionen her. Aber der Spielwert liegt einfach hier darin, dass man aus einem Set drei verschiedene Dinge baut. Quasi gibt es ein A, B und ein C-Modell. Und die sind so grundverschieden, die haben nichts miteinander zu tun an und für sich, außer dass sie auf vier Rädern stehen. Und das finde ich einfach ist eine sehr coole Idee und sehr gut umgesetzt worden. Nehmen wir mal die Diamond Block Trenner wieder weg und schauen uns den Rest an. Man kann hier die Türen nicht öffnen. Die sind hier festgebaut. Ist der Optik eben jetzt zu Lasten gefallen, weil anders wären die Türen leider optisch nicht das Highlight gewesen und dementsprechend sind sie jetzt hier so umgesetzt. Von vorne ist da immer noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Es ist quasi wie das Logo angedeutet. Wir haben die Lichter. Man kann da noch ein bisschen was Schöneres draus bauen. Das ist kein Problem. Jeder hat noch ein paar Steine zu Hause, wenn das nicht sein erstes Set ist. Und da kann man noch viel rausholen, wie schon bei den anderen. Aber das ist ja gerade das Schöne an Lego, beziehungsweise Klemmbaustein, dass man da etwas ändern kann. Und das hat eben Be Cool hier aufgefasst. Dann sind hier natürlich nur angedeutet wie Federn, die haben jetzt keine Funktion, sehen aber einfach schick aus, machen das Modell noch mal ein bisschen wertiger, auch wenn man so, wenn man das sich jetzt in den Schrank stellt. Hier hat leider jetzt ein Teil aufgegeben, ist selten bei dem Modell. Ich mach's gleich mal wieder ran. Und währenddessen kann ich ja mal erzählen, wie gesagt, wie die Teilequalität sich auch verändert hat durch das ganze Auseinanderbauen, Wiederbauen, Auseinanderbauen, Wiederbauen. Und da muss ich sagen, wie gesagt, es ist selten für das Modell, dass mal was abfällt. Es ist das erste Mal jetzt so richtig, dass was abgefallen ist. Das passiert halt. Ich meine, klar, die Klemmbausteine haben ein bisschen nachgelassen, auch von der Klemmkraft, aber das ist sehr wenig. Das ist in einem sehr verträglichen Bereich. Es wurde halt jetzt so teilweise dreimal, wie gesagt, auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Da kann sowas passieren. So, und wir bauen es mal wieder zusammen. Und ich habe jetzt einfach mal die Ladefläche abgenommen. Das kann man machen, indem man einfach die Ladefläche, die nur hier drauf gehalten wird, eben hier runter nimmt. Das geht sehr einfach. Dann hier ist ja die Kippfunktion gelöst. Und wie gesagt, da ist es auch die einzige Befestigung der Ladefläche. Deshalb kann man das dort leicht abmachen. Und dann hat man quasi hier einen Truck, wo man auch noch sich einen Anhänger rein theoretisch dafür bauen könnte. Und könnte dann damit spielen. Und das sind im Endeffekt alle Funktionen in dem Set, die ich euch jetzt schon mal vorgestellt habe, mit dem ersten Video zum Formel 1 Wagen, mit diesem hier und mit dem Hot Rod. Meine Auflistung wäre, Formel 1 Wagen ist das Top 1 Set, einfach nur, weil es sehr, sehr gut aussieht, weil es coole Funktionen hat, die auch an die Formel 1 angelehnt sind, dass man daran rumtüfteln kann. Das könnt ihr euch auch gerne anschauen, ich werde euch das Video sicherlich verlinken. Top 2 ist der Kipper, ich lege es jetzt nochmal drauf, so. Der Kipper sieht natürlich an manchen Stellen ein wenig unfertig aus, das ist aber kein Problem, denn das kann man sehr leicht erweitern. Er hat eine schöne Funktion, eben die Kippfunktion, man kann es verschieden drauf machen. Also wenn man es jetzt hier zum Beispiel drauf macht, hat man wie eine Ladefläche. Wenn man es so drauf macht, hat man einen Kipper. Man kann es hinten natürlich auch noch zubauen, das ist kein Problem. Das macht einfach spieltechnisch sehr viel Spaß. Und auf Platz 3 ist der Hot Rod, einfach weil er auch ein wenig unfertig aussieht wie der Kipper und dann auch bei den Funktionen leider nicht so glänzt wie der Kipper. Und das ist so die Auflistung. Dafür würde ich euch das Set empfehlen. Man kann sich natürlich auch das Set kaufen, um den Hot Rod dann nochmal in anderen Farben zu bauen oder den Kipper nochmal in anderen Farben zu bauen, weil man hat ja die Anleitung dafür dabei. Und wenn man die Steine zu Hause hat, hat man damit auf jeden Fall einen riesen Spaß. Die Be Cool Steine über Modbricks verkauft hier haben auch eine gute Qualität, lassen nur sehr wenig in der Klemmkraft nach. Ich kann das euch auf jeden Fall empfehlen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und schreibt gerne eure Meinung zu dem Set in die Kommentare. Euer Krieg der Steine.